Die Silos sind sogar voll. Okay. Das ist an sich gut. Nimmt der Kollege mal die Feigen an. Ich glaube, da bin ich zu spät. Die steuern jetzt voll auf das Silo zu. Ich muss quer durch die Gap. Ich muss quer durch die Gap. Ah, bist du den ganzen Tag unterwegs? Das ist richtig. Da bin ich den ganzen Tag. Hier können wir kurz leeren. Oder nee, andersrum. Die holen. Ein bisschen was für das Prestige muss man ja schon machen. Da, jetzt geht's voran. Vorräte für 26 Monate. Das lese ich gern. Eine gute Überschwemmung. Alles ist unter Wasser. Perfekt. Außer, dass die Töpferwaren hier irgendwie fehlen. Weil der Basar ein bisschen dumm ist. Scheinbar. Weil die haben es ja. Die haben ein Geschirr. Hier auch. Bringt nur keiner dahin, wo es hingehört. Schade. Uiuiui, da war eine ganze Menge aus. Und dafür auch jetzt wieder eine ganze Menge ein. Toll. Die sind sich nicht so ganz einig, was die Verteilung der Nahrungsmittel betrifft. Jetzt ist die Stadt ein bisschen überfordert mit den vielen, mit der guten Ernte. Mache ich hier nochmal ein neues Silo dazu. Genau, ein neues Fest, jetzt wo ich die Leute da rumhampeln sehe. Nochmal für Bastet. Der Basar-Dame ist wieder, kriegt das Zeug wieder sonst wohin. Ja, die bringt es wieder aufs Feld. Ja, da muss auch eine Sperre hin. Ja, da habe ich gepennt, sorry. Hier genauso eigentlich. So, ist das schon besser. Geht irgendwie keiner drauf auf das Ding. Komisch. Komisch. Jetzt kann ich das endlich erfüllen. Das wollte ich doch nur. Und jetzt kann es auch wieder leeren. Bam. Der schmeißt erstmal richtig was drauf. Oder... Okay, der Karrenmann ist unterwegs, wo auch immer. Ich will da ein Held sein, wenn dann ich diese Waren zurück nach Hause bringe. Nee. Nein. Ah! Verdammt, jetzt. Das war blöd. Das war richtig blöd. Das wollte ich nicht. Was ist einfach ab? Easy. Feigen sollt ihr holen, Leute. Bringt mir Steine. 42 Blöcke fehlen noch. Hier gibt's Ton. Aber der kommt halt nicht bei den Töpfereien an. Was macht sie denn hier eigentlich? Diese Waren sind eine willkommene Erweiterung. Die Silos hier drüben sind voll und sie läuft erstmal bis in die Neustadt. Ja, bis an genau ans andere Ende der ihr bekannten Welt. Ah, hier kommt Ton. Das ist schön. Noch schöner wäre es, wenn das hier landen würde. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Ist aber halt blöd, weil dann das Warenlager... Ja, das ist richtig blöd. So bitte nicht. Weil jetzt ist der Karrenschieber von dem Lager, was eigentlich hier die Töpfereien beliefern soll, da. Wo er überhaupt nichts zu suchen hat. Die ist einfach ewig unterwegs. Ich meine, gut, hier ist Geschirr noch da. Noch ist das jetzt kein Problem, aber das muss ich echt im Auge behalten. Ein neues Lager für Gerste, wie es scheint. Verrückt.
Das brauche ich noch hier hin. Passt das? Ja, das passt. Sehr gut. Tatsächlich zu viel Gerste. So, jetzt kommt, jetzt könnt ihr gerne kommen mit euren Anfragen für irgendwas. Ah, ich kann auch zu viel Gerste exportieren. Hm. Auch eine Idee. Aber habe ich momentan nicht nötig. Hey, du. So, was ist hier? Geht nicht attraktiv genug. Da können wir mit Plätzen vorbeugen. Oh, da ist nur ein Feld. Na, na, na? Attraktiv genug? Hä, hä, hä? Nö, gut. Dann, mehr? Ja, hier? Ja, da ein paar Plätze. Da, von mir aus auch. Ah, jetzt können wir das auch schon näher. Ja. Toll. Aber so richtig hier immer noch nicht. Eine feste Karte. Und die haben ein Problem mit dem Konservatorium. Dann baue ich denen hier eine Statue. Blüpp. Nein, nur aber. Ah, sehr gut. Geht doch. 27 Arbeitslose, das ist voll in Ordnung. 3%. Warum nimmt der... Hä? Warum habe ich den eigentlich errichtet? Ach, ich glaube, damit der Feigen annimmt, wenn die Ernte zu krass wird. Ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist noch ein Silo. Mittlerweile, ja, mittlerweile mehr Steine. 32 fehlen noch. Also quasi ein Warenlager voll. Ja, da brauche ich noch mal eins. Definitiv. Eins noch. Wir warten darauf, dass unser Schiff liebe die Kunst des Handels. Hat schon seine Steine. Ich kann es kaum erwarten. Mit meinen Waren schon wieder in aus. Und hier fehlt plötzlich der Arzt. Hm, der ist ja da. Also so ist es nicht. Und hier sind wieder die Töpfer waren weg. Also die haben echt ein Problem, die Basare, die Töpfer waren zu verteilen. Hm. Es nervt halt nach wie vor tierisch, dass man nicht die Basarrouten irgendwie einstellen kann. Ich hätte auch... Ah, ich hätte halt hier vielleicht doch nochmal den Basar lassen sollen, statt hier einen hinzubauen, aber... Hm. Ja, ist halt immer eine Wissenschaft für sich, die Basare richtig zu platzieren. Die rennt halt wieder sonst wohin. Ich versuche nach Kräften, die Leute mit allem zu versorgen, was sie wollen. Oh, das ist eine dicke Ernte. Wie sieht's denn mit der Überschwemmung aus? Durchschnittlich. Na, das ist okay. Müssen nicht hungern, die Leute. Das ist das Wichtigste. Und die... Na gut, die schaffen es eigentlich, aber... Ich mache hier mal eine Straße nochmal. Um den Weg etwas abzukürzen. Kommt nochmal ein Berg Gerste. Aber das reicht jetzt mit dem zweiten Warenlager. Platz genauso. Sehr schön. So lässt sich's leben. Jetzt bringt mir mal meine Steinchen. Ich brauche sowieso Steinmetze. Höhere Arbeitslosigkeit habe ich wahrscheinlich hier. Hm. Bei. Hier haben die Leute... Okay. Noch ein Attraktivitätsproblem. Also die Gegend. Die Leute vielleicht auch. Ja, überhaupt. Was ist denn los? Was ist denn los? Ich lebe lieber hier als anderswo. Der will nicht. Hm. Weiß nicht. Bringt Karren an einen anderen Ort. Anderer Ort möchte kein Flachs. Oh. Hm, wo baue ich denn die Steinmetze hin? Natürlich im Idealfall da, wo ich meinen Obelisken haben will. Erstmal eine Party schmeißen. Den Obelisk würde ich halt schon neben die Pyramide setzen. Oder vielleicht doch hier drüben. Neben den Tempel. Das ist auch eine Idee.
Und, ah, oh, 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 die haben Geschirr eingekauft. Da habe ich jetzt gleich viele Menschen, die aber auch gleich auch wieder abhauen, wenn die Töpferwaren wieder alle sind. Aber dann habe ich definitiv die Möglichkeit, personaltechnisch gesehen, Steinmetze hinzusetzen. Und ich brauche wahrscheinlich wieder Töpfer-Zimmermänner. Deswegen ein bisschen Holz importieren. Das kann er ja noch übernehmen. So, und bis, ja, 400 ist okay. Ist ja dann wieder rein nach Bedarf. Quasi. Und der nimmt jetzt gar nichts mehr von irgendwas. Der nimmt doch Granit. Dann kann ich mir nämlich das... Nee, der nimmt nichts. Ja, hätte ich mir das Lager sparen können. Egal. Vielleicht, ja, okay, der muss wahrscheinlich gleich auf Töpferwaren umsteigen. Das hier, die haben, ah, das hat gerade nichts zu tun. Dann hol doch mal ein Batzen Geschirr. Wie wär's denn damit? Wenn sich das nämlich hier schon sammelt. Ist natürlich die Zimmermannsgilde blöd. Dann bauen wir hier zwei Statuen in die Lücke. So, einmal Kopf und einmal Katze. Ups, nein, nein, nein. Oh, speichern ist eine gute Idee. Ja, das ist ein Fortschritt. Ein Fortschritt. Hier fehlen Töpfermann. Ja. Genau das will ich ja jetzt verhindern, indem ich den Karren losgeschickt habe. Wir haben viel Gerste. Und der Flachsboy weiß auch nicht mehr, wohin mit dem Kram. Das ist doof, weil gleich Erntezeit ist. Wir brauchen mehr Warenlager. Vielleicht baue ich hier nochmal eine zweite Produktion für den ganzen Quatsch. Das ist die einfachste Lösung. Ist hier eine Straße irgendwo? Hier? Da? Da? Das ist schon eine Straße. Die sehe ich noch nicht. So. Natürlich hier Warenlager hinsetzen nochmal für Gerste und Phlox. Und die entsprechenden Produkte. Auch einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt hier... Ja, ich habe halt nicht mal Gerste über, ich habe einfach nur Brauereien über. Also müsste ich eher dafür sorgen, dass ich mehr Brauereien habe. Und das kann ich. Ja, Idee. Ich mache hier die Straße. Ich setze meinen Palast. Der jetzt wieder unnötig teuer ist. Ach nö. Geht. Und setze hier einfach mehr Brauereien. Problem gelöst. Und noch eine Weberei. Wenn die Arbeitskräfte da sind, natürlich. Und exportiere einfach mal die Gerste über 2000. Flachs kann ich nicht in den Überschuss exportieren. Na schön. Das muss jetzt so reichen. Oh, ich kann hier noch sogar noch eine Weberei hinsetzen. Hm, ja. Jetzt brauche ich halt nur die ganzen Arbeitskräfte. Okay, die sind da. Dann los, schlepp den Chat dahin. Sehr gut. Das will ich sehen. Und da gibt es jede Menge Bier für die Leute, die einkaufen. Jetzt brauche ich noch ein wenig Granit. Noch 16 Blöcke. Und ich habe ja hier den Quatsch noch. Geschirr habe ich fertig. Leinen, Papyrus, Bier. Ich bin auch gespannt, was das hier werden soll.
Also Ziegel importieren ist soweit klar. Ich muss dann halt nochmal Granit importieren. Ach, das ist nochmal ein kleiner danach. Okay, und vielleicht, wenn ich die zwei kleinen habe, kommt dann die Prümaride. Halt quasi so eine nochmal. Oder? Ja, Ziegelpyramide. Das heißt, da brauche ich auch keinen einfachen Stein. Warum auch immer ich welchen abbauen kann. Generell, warum auch immer das hier. Man weiß es nicht. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was das wird. Die Ernte wird doppelt so reich ausfallen. Geilomat. Das wurde aber eng in meinen Silos. Hui, dass ich das mal erleben darf. Dann gibt es hier noch eins. Und das Warenlager nimmt Granatäpfel an. Für harte Zeiten. Und wir haben einen Geschirrmangel. Oh, ich... Nein, haben wir nicht. Ich bin doof. Haben wir nicht. So. Das wurde alles geplündert. Jetzt. Haut's hin, soweit. Und jetzt haben wir Arbeitskräftemangel. Oh, gut. Die kommen hoffentlich noch. Ich produziere noch ein bisschen Bier und dann könnte man nämlich die Basare ein... zur Not erstmal nur... ja, auch anweisen, Bier zu kaufen. Und hier wieder der obligatorische Töpferwarenmangel. Vor allem genau in dem Moment, wo die Dame vom Bazar vorbeikommt mit neuen Töpferwaren. Genau dann ziehen die aus. Das ist hier gerade, das ist irgendwie richtig blöd getimt auf der Ecke. Versteh einer die Ägypter. Wie viel Platz haben wir denn noch? Oh, okay. Da muss ich mich ein wenig vergrößern. Mal schauen, wie, in welche Richtung. Weil das Essen ist dafür gegeben. Zweifelsohne. Hier wäre noch eine gute Position. Das könnte man dann halt hier quasi die ganzen Lücken auffüllen. Stück für Stück. Das ist eine Idee. Ich glaube, das mache ich so. Also hier. Mit da noch Sperre. Und erstmal hier. Und da. Wir brauchen mehr Menschen. Das war aus Platzgründen ohne die Gärten in der Mitte. Aber das ist okay. Die Arbeitskräfte kommen doch. Also quasi genau das gleiche nochmal hier. So, ist doch voll praktisch. Die Tänzerin gleich mit dabei. Dann mache ich hier mit Sperren eine Verbindungsstraße. Dann können nämlich die Karren und die Basartanten durch. Gleich zu den Silos. Ja, das ist clever, ne? Und das kann. Ich kann es genauso dann nochmal ein wenig hier mit Häusern zu bauen. Wenn ich dann nochmal expandiere. Aber ich möchte erstmal auf 3000 kommen. Das ist schon mal ein gutes Ziel. Uiuiui, die wissen echt gerade nicht mehr wohin mit dem ganzen Zeug. Krass. Krass. Da muss irgendwie mehr Silos. Hilft alles nicht.
Da Silo. Und noch eins.